Ein ganz recht herzliches Willkommen, sofern Sie uns denn folgen im World Wide Web. Rund um die Live-Übertragung des Porsche Carrera Cups hier aus Spielberg, vom Red Bull Ring und vom vierten Meisterschaftswochenende des laufenden Jahres mit Doppelläufen, die üblicherweise ausgetragen werden. Das Ganze hat begonnen in Hockenheim Ende April. Es ging von da aus weiter zum Lausitzring in der Nähe von Dresden. Wir waren zu Gast auf der Nordschleife des Nürburgrings, das Ganze vor 14 Tagen, bei einer exzellenten Veranstaltung, und freuen uns heuer bei Ihnen den ersten von insgesamt zwei Auslandsstarts in der laufenden Saison zu absolvieren. Und es könnte für Sie alle, liebe Gäste, die Sie hier aus der Region kommen und die Sie auf den Tribünen sitzen in Spielberg, das könnte ein Heimspiel werden an diesem Wochenende, so wie nämlich insgesamt sechs Akteure dieser Meisterschaft auf eins hoffen, auf ein exzellentes Heimspiel, weil ein gutes Viertel des Championats ist in Österreich zu Hause. Junge, erfolgversprechende Rennfahrer, die sich in diesem Jahr der großen Herausforderung stellen, im deutschen Motorsport, im Porsche Carrera Cup Deutschland und damit im schnellsten Markenpokal, den wir haben, zu bestehen. Wir werden jetzt gemeinsam mit unserer Regie so ein wenig durch die Startaufstellung hindurchbummeln. Es geht alles sehr zügig. Wir sind schon bei René Rast, der gerade dort mit der drehenden Kamera, aber dem erhobenen Daumen eingefangen wurde. Rund um die siebte Startposition also. Ich komme gleich noch mal zu den Trainingsschnellsten für Sie zurück, um die so ein bisschen aufzuarbeiten. Aber die Farbe Gelb, das ist die dominierende Farbe, nicht nur am Auto von René Rast, und nicht nur am Auto des jungen Österreichers Klaus Bachler, sondern auch am Auto des Trainingsschnellsten, der ganz vorne steht in der Startreihe. Bleiben aber erst einfach mal bei den Bildern. Rund um Clemens Schmitz, der Herr mit dem höchstgelegenen Wohnsitz im Porsche Carrera Cup, weil der am Brenner wohnt und das wirklich ganz oben. Ist ein junger, erfolgversprechender Student der Politikwissenschaften, der so ganz nebenbei auch in der Lage ist, sehr zügig am Lenkrad eines Rennautos zu drehen. Und genau das hat er sich vorgenommen für dieses Wochenende. So wie er und wie sein Teamkollege Michael Ammermüller auf der neunten Startposition, der ehemalige Formel-1-Testpilot. Auch da geht der Eurosport Daumen nach oben nach dem Motto, ich bin guter Dinge. Und der Weg, er sollte nach vorne gehen für diesen Meisterschaftslauf hier, für das Sprintrennen, das über insgesamt 25 Minuten gehen wird. Wir werden uns ja morgen früh noch einmal wieder treffen, dann, wenn es ins eigentliche Hauptrennen hineingeht, wenn die lange Distanz dann aufgelegt wird. David Jahn, die 66, unser Bub aus Speyer, das Leichtgewicht im Starterfeld überhaupt, wiegt so knappe 50 Kilogramm, die er auf die Waage bringt. Sieht immer so ein bisschen aus, als sei er aus der Schule ausgebüxt und würde eigentlich noch zur Abiturfeier erwartet. Aber ist einer der ganz Schnellen bei uns im Championat. Sollte Ihnen aber der Vollständigkeit halber sagen, jetzt wo wir mit anderen Bildern unterwegs sind, wer hat denn das Geschehen vorne an der Spitze bestimmt? Das ist mit der 16 in den Traditionsfarben, was den Carrera Cup Rennsport angeht, nämlich Gelb und Schwarz des Traditionssponsors dieser Meisterschaft, der Deutschen Post. Das ist Jean Edwards, der Mann aus Großbritannien mit Wohnsitz in Monaco, in einem deutschen Team zu Hause, Tolemit Motorsport. Die Startnummer 16, der gelb-schwarze Carrera mit den schwarzen Außenspiegeln. Und daneben steht bereits der schnellste der sechs Österreicher an diesem Wochenende, nämlich der Routinier schlechthin in diesem Cup, Norbert Siedler, 29 Jahre alt, aus der Wildschönau, fährt für Konrad Motorsport bei diesem sechsten Lauf des Jahres, wie viele andere auch. Im Übrigen ein Doppelstarter in den Meisterschaften. Der fährt nicht nur im deutschen Championat, also im nationalen Carrera Cup, sondern ist des Weiteren auch im internationalen Championat unterwegs. Wen haben wir des Weiteren? Dahinter der nächste Österreicher, Philipp Eng, Herr Peng. P. Eng steht auf dem Auto drauf. Das ist einer der ganz Schnellen, aber auch einer der ganz Jungen in der Meisterschaft, der seit Beginn des Jahres dabei ist, fährt das blaue Auto für MRS GT Racing, teilt sich Startreihe 2 mit Kevin Estre, dem zehnfachen Saisonsieger des letzten Jahres im französischen Cup und späteren Champion und Meister in seinem Heimatland, der in diesem Jahr in Deutschland um den Titel kämpft. Dahinter auf 5 Jaap van Laachen aus den Niederlanden, im letzten Jahr Trainingsschnellster hier und Laufsieger, gefolgt von Niki Thien, dem Tourenwagenmann aus Dänemark, auf der sechsten Startposition. Und bis zu René Rast, Rang 7, waren wir ja vorhin gekommen mit den Bildern. Das heißt, Sie kennen die Top 10. Ich möchte Ihnen gerne aber noch den Bub auf 11 ans Herz legen. Dann sind wir gleich auch schon beim Co-Kommentator des heutigen Rennens. Weil der Bub heißt Klaus Bachler, ist einer der Jüngsten, kommt aus Unsmark, 25 Kilometer von hier entfernt. Und er ist ein wenig das motorsportliche Ziehkind der Stimme, die Sie jetzt hören. Nämlich Sascha Maaßen. Auf seinem Hemd steht Junior Coach.
Und nicht, weil er zur Ausbildung dort ist, sondern zur Ausbildung für junge Leute. Sascha, willkommen. Was kann der Bub? Was macht er heute? Also Klaus hat da bisher einen sehr guten Job gemacht und er kann, glaube ich, auch noch mehr, als er jetzt im Qualifying gezeigt hat. Wenn er es schafft, mal alle Sektoren aneinander zu reihen, dann ist er wirklich ganz vorne dabei. Ist natürlich so, Platz 11 beim Start wird nicht ganz einfach. Da fahren vorne 10 Profis rum und die werden sich sicherlich nicht gleich alle in die Tasche stecken lassen wollen. Aber Klaus und auch Michael Christensen auf 12, mein anderer Junior, sind hochmotiviert. Und mir ist nur ein bisschen bange, weil die so eng beieinander stehen. Das hatten wir schon mal. Und zwar genau vor 14 Tagen auf dem Nürburgring. Da standen sie dann auch in einer Kurve sehr eng zusammen. Warum ist Klaus Bachler nicht ganz vorne? Ich reiche es Ihnen noch nach, weil er erst seit Beginn des Jahres dabei ist. Er ist Auszubildender für den Beruf des Rennfahrers, für den Beruf des Motorsportlers in Diensten von Porsche. Jetzt, wo das Feld hineinzieht, die 450 PS starken Autos. Topspeed um die 285, 287 km/h. Das leistungsstärkste Markenpokalauto, das wir in Deutschland haben. Im dienstältesten oder einem der dienstältesten Cups im Übrigen. Das 23. Dienstjahr dieser Meisterschaft. Und so ziehen sie jetzt hinein in die Startposition. Und Sascha, du hast mir vorhin noch beim Café gesagt, du erwartest am heutigen Tag, nennen wir es mal hochvornehm, eine eher turbulente Veranstaltung. Ja, alle sind von den Zeiten extrem eng beieinander. Also es war schon im Qualifying zu sehen, dass es sehr gern auch mal über das Limit gegangen wird, weil es kommt hier auf die Hundertstel oder auch Tausendstel an. Und ja, deswegen wird es hier sicherlich ganz eng zugehen. 10 Fahrer in 3 Zehntel, das war zum Beispiel das Ergebnis des freien Trainings. 23 jetzt in der Startaufstellung, 4, 5 Mal rot geschaltet. Startampel geht aus, Feld geht auf die Reise. Joe Edwards mit einem für meine Begriffe eher schlechteren Start. Norbert Siedler wäre um Haaresbreite vorbeigezogen, ist übrigens mit neuen Reifen unterwegs. Hat mir noch sein Geheimnis vorhin offenbart, sagt er, ich suche mein Heil in der Flucht. Ich will an dem Engländer vorbei, will nach vorne. Relativ viel Disziplin, so würde ich es mal umschreiben wollen, im Start. Das ist alles gut und ordentlich gegangen. Rund um diesen ersten Punkt. Und jetzt geht es den Berg hinauf. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sascha Maaßen den Daumen nach oben oder nach unten gemacht hat. Er wird es Ihnen in ein paar Sekunden erzählen. Wir bleiben im ersten Turn noch drauf. Diese Haarnadelecke, wo du dich so unglaublich leicht verbremsen kannst, wo aber auch weiterhin extrem viel Disziplin im Feld ist. Und Sascha, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ging der Daumen hin und warum? Also nach oben, ganz klar nach oben. Beide Junioren haben einen guten Start hingelegt. Es ist vor allem nichts im Feld passiert. Alle haben sich gut verhalten. Und jetzt kann es losgehen. Joe Edwards, dahinter das weiß-grüne Auto, mintgrün die Farbe, das ist Norbert Siedler, das ist der Bub aus der Wildschönau. Folgt dann anschließend das erste der beiden Hermes Attemto Autos, das mit den grauen Außenspiegeln, das ist Kevin Estre, der Franzose. Dann gibt es einen recht innig vorgetragenen Zweikampf im Augenblick zwischen Philipp Eng, der rausgedrückt wird, ein klein wenig durch die Wiese geht. War dort im Tete-a-Tete. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eines der beiden Postautos gewesen ist. Ich glaube aber, und Sascha Maaßen nickt auch beifällig. Das war rund um die roten Außenspiegel, rund um René Rast. Und da kam ein wenig Bewegung ins Geschäft hinein. Und Bewegung gibt es auch vorne mit einem Dreierpäckchen. Kevin Estrat aufgeschlossen. Philipp Engel übrigens an Boden verloren. Nach diesem Ausrutscher ist jetzt im Augenblick so rund um die 10., 12. Position. Fährt unmittelbar vor Michael Christensen. Fällt zurück mit Joe Edwards, der nicht in der Lage ist, sich abzusetzen. Siedler und Estre, dann Van Laachen, Rast, Team, Bachler auf Rang 7. Jetzt weiß ich, warum dein Daumen oben ist, oder? Ja. Absolut. Ich muss sagen, machen beide einen guten Job. Also ist alles noch keine Routine für die zwei. Die sind immer sehr angespannt und nach so einer ersten Runde, wo nichts passiert ist, das ist schon mal immer ein gutes Zeichen. Ja, absolut. Jetzt kommt so langsam das Tagesgeschäft mit rein. Zumindest in den mittleren Positionen ganz anders. Dagegen an der Spitze, wo Norbert Siedler, der Konrad Carrera mit den gelben Außenspiegeln wieder eine Attacke reitet und wieder auf Sascha Maaßen und wieder geht der Zeigefinger nach oben. Warum? Also Sean muss jetzt schon auch die Innenwand zumachen, weil ja. Norbert ist schon Seite an Seite, aber auf der schlechteren Seite. Das wird jetzt nichts, aber... Oh. Und das war dann aber dieses Manöver, das er versucht hat, außen vorzutreiben, war auf der anderen Seite wieder die Chance für Kevin Estre. Er hat versucht, eine Position gut zu machen, hat aber damit seine Flanke geöffnet. Richtig. Also oft ist es ja so, zwei streiten sich und der Dritte freut sich und der Dritte ist jetzt ganz klar dran und davon kann wiederum Sean Edwards profitieren, weil Norbert muss sich jetzt ganz klar nach hinten orientieren und erstmal sichern, dass Kevin Estre da nicht vorbeigeht. Ich darf es mal so ausdrücken, im
Augenblick heißt der beste Freund von John Edwards, Kevin Ezdrop, weil der nämlich Norbert Siegler beschäftigt. Wir sehen noch einmal die Zeitlupenzuspielung. Das war die Ecke, wo er es außenrum versucht hat, der 29-jährige Österreicher. Das konnte aber nicht funktionieren, weil die Bahn einfach länger ist auf dieser Spur. Und das war dann wiederum die Chance für Kevin Ezdrop, daneben zu gehen. Bisher immer noch sehr viel Disziplin im Feld und genau das fällt mir. Und wieder Siedler ganz, ganz dicht hinten dran. Das hat er zuletzt auf dem Nürburgring mit einem gelben Auto gemacht. Da war es René Rast, den er förmlich über die Linie geschoben hat am Ende der allerletzten Runde. Es war ein Fotofinish. Die beiden Autos waren so dicht beieinander, dass der Zeitnahmetransponder von René Rast sogar seinen Dienst verweigert hat, dass das Zeitnahmecomputersystem die beiden Autos als ein einziges registriert hat. Und jetzt geht es wieder den Berg hinauf. Sascha, da reden wir über Geschwindigkeiten. Du hast die Daten analysiert. 2,50? Wir kommen hier gerade immer so Enddrehzahl vom fünften Gang, also um die 240 km/h. Und jetzt hat Klaus wieder einen Platz gut gemacht. Absolut super. Der René Rast hat vorne das Feld leider ein bisschen aufgehalten, die Gruppe. Aber davon konnte der Klaus profitieren und sich, glaube ich, David Jahn schnappen. Also das ist ein sehr achtbares, sehr, sehr gutes Ergebnis. Damit hat er die Eintrittskarte gelöst für heute Abend. Darf zum österreichischen Abend in die Porsche Hospitality kommen. Weil einen sehr, sehr schönen, sehr achtbaren Job gemacht. Und ich will Ihnen mal versuchen, einen Qualitätsmaßstab mit auf den Weg zu geben. Der fährt im Augenblick unmittelbar hinter einem dreifachen Champion der Porsche Markenpokale und einem 18-fachen Rennsieger, nämlich hinter seinem Teamkollegen René Rast. Und damit ist klar, dass der Klaus Bachler was kann. Allerdings steht er auch unter Druck, mal dahinter David Jahn, dann Clemens Schmid im grün-schwarzen Switch-It-Lechner-Auto. Und da ist auch noch Michael Christensen mit bei, rund um die 10. Position. Spitze zurück. Dritter Umlauf zu Ende. Fehler Ezdrop, oder? Dicker Fehler Kevin Ezdrop, Sascha. So, damit haben wir jetzt auf jeden Fall einen Zweierpack vorne. Und wieder ist der Norbert außen am Sean. Der Sean macht das ganz geschickt. Immer die Innenbahn zumachen, den Norbert auf die Außenbahn schicken. Das wird nicht funktionieren, aber vielleicht wird der Sean irgendwann unter Druck irgendwann auch mal. Jetzt zum Beispiel. Jetzt ist der Norbert auf der Innenbahn für die nächste Kurve. Also jetzt rechne ich damit, dass der Norbert ganz klar vorbeigeht. So, jetzt sind die Nerven gefragt. Das heißt erstens durchschalten bis in die fünfte Welle. Wir haben gelernt, 2,40 spät auf der Bremse und dann innen rein. Und jetzt ist Jean Edwards auf der strategisch ungünstigeren Außenbahn. Und da hat Siegler den Spieß umgedreht. Das war ein Überholmanöver. Ich würde es auf Kapitel 17 des kleinen Handbuchs des Motorsports veröffentlichen. You agree? Absolut, absolut. Jetzt muss der Norbert doch in die Innenbahn wieder zumachen und den Sean auf die Außenbahn schicken. Also ganz geschickt gemacht. Man sieht, das sind alles Leute mit extrem viel Erfahrung. Und Kevin Ezdrop ist schon wieder dran durch die Aktion. Ja, der war ja, das ging ein bisschen unter in dem Überholmanöver, das wir gerade kommentiert haben. Der ging ja Eingangsstart und Ziel untersteuernd nach außen, kam in Richtung dieses, ich glaube, es ist Artificial Grass, also Kunstgras an der Stelle. Verlor ein bisschen an Boden. Gleichzeitig setzte aber Siedler an, die Führung zu übernehmen, eben im Beginn des vierten Umlaufs. Aber Kevin Ezdrop ist schon wieder dran. Und Norbert Siegler hat für meine Begriffe, korrigiere mich, wenn ich mich täusche, auch das schnellste Auto dort in der Spitzengruppe. Ja, absolut. So scheint es im Moment. Der Norbert kann seine frischen Reifen anscheinend optimal nutzen. Und er zieht jetzt die ein, zwei Wagenlängen weg. Schauen wir mal, wie das dann auf die Distanz ist. Wir gucken uns gerade noch mal den Start an. Ich korrigiere mich ein kleines bisschen. Also der Jean Edwards Start, der war doch eher planmäßig. Also das sah so ein bisschen so aus. Obwohl er Wheelspin gehabt hat, er hat durchdrehende Räder gehabt, hat sich dann auch sofort vor Norbert Siedler gesetzt. Der hat ihn im Prinzip ja abgeklemmt, ne? Ja, absolut, ganz klar. Das ist der Vorteil, den man hat, wenn man auf der Pole Position steht. Diese extra ein, zwei Meter, die kann man dann daran investieren, dass man auch wirklich dann halt rechtzeitig vor dem Konkurrenten zackt, wenn man nicht einen ganz schlechten Start hat. Chronistenpflicht, David Jahn ist an die Box gekommen, die 66. Der Hermes Attempto Carrera aus der Mannschaft von Arkin Arca, der Teamchef selbst an diesem Wochenende aber nicht da. Und auch Philipp Eng, bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was da jetzt gewesen ist. Die Mannschaft, die Truppe ist dicht dran. Philipp Eng trabt zurück. Haben wir also, während die Zeitlupen zugespielt wurden, zumindest als Live-Signal nicht gesehen. Während Sascha sich jetzt daran erfreut, dass Michael Christensen, unser Kfz-Mechaniker aus Dänemark, sich intensiv auseinandersetzt mit Felipe Fernandes Laser. Auch das ist ein junger Mann, der neu in die Meisterschaft hineingekommen ist. Und wir müssen uns das gleich nochmal angucken, ob es dort entsprechende Fernsehbilder gibt. Ich habe das David-Jahn-Auto gesehen. Das wird uns auch so von der Zeitnahme gemeldet auf dem Zeitnahmemonitor. Und ich sehe des Weiteren auch das Auto von Philipp Eng dort unten in der Boxenstraße. Sehe aber auch die gelben Außenspiegel von Siegler vorne, dann Edwards, dann Ezdrop.
Vorsprung, da hat sich jemand rangerobbt, nämlich der Vorjahressieger Jaap van Laarschen. Der hat ein bisschen profitiert. Nicht nur er, auch René Rast ist gerade mit absoluten Sektorbestzeiten unterwegs. Er kann also seine freie Strecke jetzt gerade umsetzen und vielleicht hat er ein bisschen weniger Luftdruck gehabt und kommt jetzt erst in den Bereich, wo seine Reifen optimal arbeiten. Auf jeden Fall rechne ich auch damit, dass auch noch René Rast auf diese Gruppe aufschließt. Ja, und dann Klaus Bachler, den wir jetzt im Bild haben, das Tolimit-Auto mit den unten weiß abgesetzten Türen und den weißen Außenspiegeln und dem weißen Heckflügel. Und das ist das Auto des jungen Österreichers, des Porsche Juniors, Motorsportler im Ausbildungsberuf. Und der fährt im Augenblick vor Niki Thiem. Und Niki Thiem hat immerhin das Rennen auf dem Lausitzring vor einigen Wochen gewonnen. Damit mögen Sie die Leistung von Klaus Bachler ein klein wenig einschätzen und in einen Maßstab bringen können. Und er fährt des Weiteren auch noch, lassen Sie mich schauen, vor Clemens Schmid. Und der hat mittlerweile 2 Jahre Erfahrung in der Meisterschaft. Und Schmid versucht sich im Augenblick mit Thiem auseinanderzusetzen. Also ich denke, wenn der Klaus das so weiterhin fährt, Sascha, dann kannst du ihm wirklich heute Abend das Fleißkärtchen überreichen. Das ist gut, achtbar und ordentlich. Ja, aber er muss heute Abend noch im Catering arbeiten. Also er hat noch hier Pflichten. Als österreichischer Landsmann ist er zum Bedienen abgestellt worden. Genau, der hat einen 400-Euro-Job angenommen für heute Abend. Der wird noch das ein oder andere an Köstlichkeiten zubereiten, beziehungsweise ich glaube, er muss die Jausenplatte servieren oder so irgendwas war. Für einen Dreh für N24, für die Sendung, die am Montagabend um 18.30 Uhr ausgestrahlt wird. Übrigens auch im Hinterfeld gibt es ganz erfrischende Duelle, beziehungsweise im Mittelfeld. Matthias Gamma auf 13. Position. Auch da darf ich Ihnen sagen, der kommt aus Österreich, ist der Jüngste, 19 Jahre überhaupt erst alt, läuft schon den ganzen Tag in Lederhosen im Fahrerlager rum. Der macht das gut mit dem Rotronic-Auto, mit den gelben Außenspiegeln. Der ist zu Beginn des Jahres zum Carrera Cup gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Und er hält hinter sich Andreas Meyerl. Auch das ist wieder einer von hier. Der kommt aus Dölzach. Der Kirchturmdecker, so habe ich mich heute belehren lassen, so heißt dieser Beruf hier in Österreich. Also eine spezielle Variante des dachdeckenden Berufes. Und Matthias Gamhauf, der ist gerade mit sich selbst ganz intensiv beschäftigt, Sascha, ne? Ja, er hat aber jetzt gerade die Strecke sozusagen für sich allein. Aber dahinter balgen sich 3 und da geht es auch um die Führung in der B-Wertung. Ja, ganz genau so ist es. Das ist Andreas Meyerl. Der ist übrigens mit riesen Fanclub hier angereist. Von Dölzach, ich glaube vom Motorsportclub Dölzach, so heißt die Mannschaft. Der ist da, da steckt Tomáš Pivoda mit drin, mit der 2, ein junger Tscheche. Ilja Ehrhardt im weiß-roten Auto. Der Bub, der in einigen Wochen Heimspiel haben wird auf dem Norrisring in Nürnberg, weil von dort kommt er. Und Hubert Voss ist dort mit drin. Und das ist im Augenblick einer der bestplatzierten Amateurpiloten im Starterfeld. Wobei diese Wertung derzeit angeführt wird von Andreas Meyerl, der mal nur eben einen Gaststart im deutschen Championat absolviert. Ui. Und da knallt es zwischen Hubert Voss und Ilja Ehrhardt. Da flog relativ viel durch die Gegend, aber was dort flog, war Styropor plus 2 Autos. Hast du analysieren können auf die Schnelle? Ja, das ist jetzt ein sehr unglücklicher Zusammenprall gewesen. Ich glaube, der Hubert Voss hat das nicht gesehen, dass außen noch der Ilja Ehrhardt war und der konnte nicht weiter weg. Und dann haben sie sich berührt, verhakt und ja, leider beide wohl das Rennende für beide. Ja, also da gehe ich auch von aus, wobei ich aber auch davon ausgehe, dass gleich die Zeitlupenzuspielung nochmal nachgereicht werden wird. Der Ilja Ehrhardt kann zumindest noch fahren. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wohin, ob es in die Boxenstraße geht oder nicht. Sascha, übernimmst du mal, analysierst du? Der hat den wirklich übersehen, ne? Ja, absolut. Absolut übersehen. Also ganz klar, Ilja Ehrhardt konnte nicht mehr. Der hätte es nur noch auf die Wiese fahren können. Das wäre dann gleichzeitig, hätte er gleich in die Leitplanke abbiegen können. Also wirklich schade. Ja, ja. Und da rechne ich aber auch damit, dass der Ilja Ehrhardt dann nicht mehr sehr weit fahren kann. Das dürfte auch bei ihm einen leichten Schaden hinterlassen haben. Wobei ich mich jetzt so ein ganz kleines bisschen wundere. Das Auto ist sehr plötzlich nach rechts abgebogen. Entweder war das eine wirklich ganz, ganz hackelige Lenkbewegung oder hat irgendwas anderes noch eine Rolle mitgespielt. Das sah zumindest für mich sehr, sehr hektisch aus und nicht wie ein langsames Rübergehen dorthin. Übrigens, die ganzen Teile, die dort liegen, das sind lediglich Styroporbröckchen, weil die Werbetafeln, die hier rund um die Rennstrecke aufgestellt sind, die werden üblicherweise auf Styroporblöcken aufgebracht, damit genau in einem solchen Fall, wenn es mal knallt, dort nicht Blech und Kohlefaser fliegt, sondern nur das Styropor. Die Seilschaft vorne ist zusammen und Rast hat sich rangerobbt und Ilja Ehrhardt, du hast völlig recht, Reifenschaden vorne links, oder? Ja. Ja. Also es war auch zu erwarten, die beiden haben sich genau mit den Rädern verhakt, deswegen ist dann auch dieses plötzliche Abbiegen nachher dann verursacht worden, weil Reifen auf Reifen, das ist dann nie gut und vor allem dann für denjenigen, der den hinteren Reifen hatten, das war der Hubert Voss, der hat sich dann gedreht und
Aber auch Eli Erhardt hat einen Schaden und das Rennen ist leider zu Ende. Wenn dann ein Reifenschaden entsteht, das muss noch nicht mal unbedingt ein Aufschlitzen des Reifens gewesen sein. Was ganz oft auch vorkommt, ist, dass ein Ventil abgerissen oder abgefahren wird. So paradox sich das jetzt anhört. Aber die Ventile, die ja relativ ungeschützt in diesem Felgenrand stehen. Und je nachdem, wie du mit dem anderen Reifen dort drankommst oder mit der Karosse, kann man dieses Ventil abreißen. Und dann geht es eben schlagartig gegen Null. Wir sollten mal im Groben durchzählen, während wir im 9. Umlauf notieren, dass Elia Erhardt, die Startnummer 11, dass der wirklich an die Box kommt. Wir sollten mal grob durchzählen mit Norbert Siedler, unserem Rennführenden, im 9. Umlauf. Wie gesagt, John Edward South, Rang 2 der Brite, dann der Franzose Kevin Esdre, Jan van Lachen aus den Niederlanden auf Rang 4 und der beste Deutsche, ich leiste Abbitte und gehe in Sack und Asche, René Ast auf der 5. Position und ein Bachler ist 6. Ja, absolut super. Auch die gleichen Rundenzeiten wie die Spitze. Hat auch noch Druck von Niki Thiem, einem Rennsieger dieses Jahres. Und absolut Top-Job bisher. Ja, Niki Thiem ist nämlich auf 7, Clemens Schmid auf 8, Michael Ammermüller 9, Michael Christensen auf 10. Und dann folgt Felipe Fernandes Laser auf der 11. Position. Ist aber jetzt um ein Plätzchen zurückgefallen. Das ist nämlich der Zweikampf, den die Kameras gerade einfangen. Philipp Frommenwiller. Im weiß-schwarzen Auto aus dem Rennstall von Atemto Racing mit den roten Außenspiegeln ist derjenige, der sich vorbeigehangelt hat. Ist also jetzt 11. Laser ist 12. Dann folgt Gamma auf Piboda Meyerl. Christina Nielsen, die einzige Frau im Starterfeld. Und Wolf Nathan auf der 17. Position, einzige Frau im Feld. Du schaust auch mal ab und zu nach ihr rein beruflich betrachtet. Was kann sie? Absolut gut. Ich habe auch ihre Daten mal verglichen, um ihr ein bisschen zu helfen. Und darf ich dich korrigieren? Die ihres Autos. Ja, absolut. Oder ihre. Nein, absolut. Ihre gefahrenen Daten, das nehmen wir. Wir personalisieren das sehr gerne. Ja. Aber ganz klar, und sie hat wirklich tolle Ansätze. Und jetzt Clemens Schmid, ein Angriff. Clemens ist extrem gut auf der Bremse. Und Niki Thiem tut gut, sich ein bisschen nach hinten zu orientieren. Was mir auch ganz recht ist, dann hat der Klaus ein bisschen mehr Luft. Der Niki kommt mit der Strecke hier nicht zurecht. Ich habe ihn gefragt heute, ich sage, hör mal, Bub, du hast Lausitz gewonnen, du warst am Nürburgring auf Rang 2 bis zum Ausfall. Was ist hier los? Sagt er, du, ich komme mit der Strecke nicht klar, das ist nicht meine, ich mag sie nicht, die mag mich nicht. Ich muss gucken, dass ich hier mit einem blauen Auge aus Österreich abreise. Und im Augenblick ist der Schmied gerade dabei, ihm ein richtig blaues Auge zu präsentieren, oder? Ja, und jetzt ist es schon passiert. Ja. Also der Clemens Schmied hat ganz geschickt den Niki in eine Falle gelockt, hat ihn zu einem Fehler getrieben und ist jetzt vorbei. Und ich glaube auch, dass er jetzt auch relativ schnell auch vom Niki wegfahren kann, was wiederum nichts Gutes heißt für den Klaus. Aber ich rechne damit, dass wir in 2-3 Runden eventuell einen österreichischen Zweikampf um Platz 6 haben. Der Clemens Schmid pflegt im Augenblick eine sportlich sehr faire, aber sehr aggressiv wirkende Fahrlinie. Also der ist wirklich mit beiden Beinen da aber gerade reingesprungen und hat mehr oder weniger den Niki Thiem wirklich in einen Fehler getrieben. Und ich habe so den Eindruck, ohne das mit all dem Fachwissen beurteilen zu können, das Sascha Maaßen letztendlich hat, aber der ist im Augenblick mal mindestens 100% unterwegs, wenn nicht noch 2-3 hinten dran hängen. Felipe Fernandes Larsa ist das gewesen, die 10. Der Norddeutsche mit spanischen Wurzeln. Und es gibt Geschäft rund um Rang 3 und auch rund um die Führung, oder? Siedler gegen Edwards, Päckchen Nummer 1. 3,5 Runden noch zu fahren. Päckchen Nummer 2 spielt sich aber direkt dahinter ab, nämlich Esdre gegen Van Lachen. Und es gibt bei mir in meiner Heimat im Siegerland einen Spruch. Mit der Wurst über den Zaun ist noch keiner von denen, oder? Absolut, absolut nicht. Und es ist ein ganz klares Zeichen, dass jetzt vielleicht auch der Norbert Probleme mit seinen Reifen bekommt. Und der Sean ist jetzt formatfüllend im Rückspiegel. Und ich glaube auch, dass er sich jetzt hofft, dass Esdre vielleicht jetzt schnell wieder aufschließt, damit dann Sean wieder andere Beschäftigungsmaßnahmen findet, als sich mit ihm zu beschäftigen. Und durch dieses ganze Thema ist auch René Rast mal zumindest wieder in die Schlagdistanz hineingekommen. Norbert steht sehr unter Druck, wie ich finde. Das Auto rutscht sehr weit nach außen. Er ist ständig am Limit unterwegs, fährt über die Curves hinaus. Norbert in dem Falle also Siedler, die 1, das Auto von Konrad Motorsport. Der Konrad hat übrigens auch im weitestgehenden Sinne hier ein Heimspiel. Der kommt aus Graz, aber das ist gepflegte 40 Jahre hier. Da war er nämlich noch hier im Motorsport unterwegs und seit gut 4 Jahrzehnten lebt er in Werl in der Nähe von Gütersloh in Deutschland. Der grauhaarige Teamchef und Esdre gewaltig unter Druck, wieder an der Stelle rausgerutscht. Da hat er sich doch heute auch im Qualifying schon mal gedreht, ne? Ja, absolut. Also das ist nicht seine Lieblingsstelle hier auf der Rennstrecke, aber Van Lagen kann nicht profitieren davon. Er musste wahrscheinlich vom Gas gehen und ganz im Gegenteil, er kriegt jetzt Druck von René Rast. Und
wenn man René kennt, weiß man, dass er das jetzt bei dem nächsten Anbremsen mit Sicherheit probieren wird. Ja, René ist ein relativ kompromissloser, sportlich fairer Fahrer, der auf extrem hohem Niveau unterwegs ist. Es gibt viele Menschen im Umfeld des Carrera und Supercups, die sagen, das ist der Mann, der am coolsten, am routiniertesten überhaupt mit dem Elber umgeht. Der hat sogar, weil er den Elber dermaßen stark im Griff hat, Zeit für Spielereien und für das Ausprobieren immer wieder von Dingen, die ihn vielleicht schneller machen. Es gibt viele, die sagen, der ist am Steuer eines Elfers sogar unterfordert. Und er ist jetzt dran an Jaap van Laarhen. Van Laarhen ist aber auch ein relativ zäher Zeitgenosse. Zuletzt gesehen vor 14 Tagen auf dem Nürburgring, als Norbert Siedler, der jetzt Führende, sich dort mit Van Laarhen auseinandersetzte. Das gipfelte dann in einem Überholmanöver, das für mich wahrscheinlich zum Manöver des Jahres werden wird. Als Siedler dann in den Notausgang ging und mit ungefähr 170 mit allen vier Rädern in der Wiese an dem Typen vorbeiging und damit ein Plätzchen gut machte. Ja, und Clemens Schmidt fährt persönliche Bestzeiten in Sektor 1 und 2. Also das ist ganz klar, der hat jetzt den Blick nach vorne gerichtet, hat auch schon alle Lichter angemacht. Ja, ja. Das heißt, der hat ein Auto, das ist stark in der zweiten Hälfte des Rennens. Die haben das Auto vermutlich so gebaut. Ja, ich sag mal, er war in der Startaufstellung auch weiter vorne gestanden und hat jetzt vielleicht das ein oder andere am Anfang verloren, aber ist sicherlich nicht mit seiner Position zufrieden. Er ist übrigens wieder im Dreck gerade, ne? Und zwar wieder genau an der gleichen Stelle, wieder den Kollegen durch den Vorgarten gefahren. Und er verliert damit natürlich jetzt völlig den Anschluss an die Vorausfahrenden. Und Klaus, was machst du? Ja, also Klaus heißt Bachler. Ja, Klaus Bachler ist über die Ludwigsteller gefahren und hat sich dadurch natürlich den Vorteil verspielt. Ist zwar auf der besseren Bahn, aber jetzt wird es natürlich schwierig. Jetzt Clemens Schmid ist vorne, aber er hat zu spät gebremst. Und Klaus, super Job. Ja. Alles ganz fair gelaufen, ja. Immer noch vorne. Jetzt muss er ganz schnell innen zumachen. Und auch wieder den Clemens auf die Außenbahn schicken. Also da hat er gerade eine Chance beim Schopfe gepackt, die eigentlich gar keine richtige war. Weil als die Bremsmanöver begannen, war der schon im Prinzip hinter Clemens Schmid. Hat aber so fein dosiert gebremst. Clemens, was war das? Da hat er meine gegeben. Das war so, das war es jetzt. Damit hat der Clemens Schmid sich jetzt den Kühler kaputt gemacht. Das war jetzt eigentlich unbedacht. Das war in dem Falle jetzt nicht ganz richtig. Sie sehen Weißrauch. Und zwar vorne rechts. Das Thema ist erledigt. Nächste Runde an der Box. Das Auto von Clemens Schmid, vom Österreicher. Und das ist wie folgt entstanden. Das kann ich Ihnen, ohne dahin geguckt zu haben, ganz genau sagen. Hier hat sich den Abschlepphaken von Klaus Bachler in den Wasserkühler gebohrt. Ne? Ja, und alle Hinterherfahrenden haben natürlich das Problem, dass sie jetzt auf dem Wasser eventuell auch ausrutschen. Clemens Schmid, ich weiß nicht, ob er es noch nicht gemerkt hat, aber er fährt eher eine defensive Linie. Also will auch nicht den Michael jetzt vorbeilassen oder so. Das wird jetzt nicht gut, wenn er nicht an die Box fährt. Ja, das sollte er jetzt dringend tun. Weil ansonsten klingelt es im Klingelbeutel, und zwar bei Porsche. Weil wenn die 6 Zylinder hinten in die ewigen Jagdgründe einziehen, dann ist der Kassenzettel schon eher ein größerer. Ich werde den zweiten Umlauf nicht mehr gefahren, aber der will versuchen, über die Runden zu kommen. Der unterdrückt den Alarm gerade im Dashboard. Absolut, ja. Also sag mal, das ist ein sehr motiviertes Vorgehen, aber vielleicht hat er ja Glück. Ich wünsche es ihm. Es war schade jetzt, dass das passiert ist. Aber ich glaube, für morgen steht da ein Motorwechsel an bei Lechner Racing. Der technische Direktor in dem Team, das ist Nikolaus Arkenau, das ist ein Deutscher. Der hat wahrscheinlich gerade das Abendessen für seine Mechaniker gestrichen, auch den Besuch des österreichischen Abends, weil ich befürchte, dass man heute Abend da mal ein bisschen in den Motorraum einsteigen wird. Wolf Nathan kommt an die Box, der Teamkollege von Jaap van Laarhen. Warum auch immer. Tja, also zu diesem Thema zurück. Das kann natürlich jetzt auch rutschig werden für den Rest der Gemeinschaft. Nicht, dass Sie glauben, dass ein Elfer- und Michelin-Reifen wegen ein paar Tropfen Wasser auf der Fahrbahn ins Rutschen kommen würden. Aber Sascha, das Problem ist, glaube ich, Kühlflüssigkeit ist nicht Wasser. Richtig. Und es ist leider zum Teil auf der Ideallinie verteilt worden. Und die vorne Fahrenden wissen das vielleicht noch nicht so genau. Woher auch? Ja, das ist schwierig. Sie waren ja davor. Ganz genau. Ja. Also da sollte man jetzt tierisch aufpassen, weil in der Kühlflüssigkeit ist auch ein Korrosionsschutzmittel drin. Und das hat halt die Eigenschaft, dass es ein bisschen glatt ist. Aber sie kriegen es in die Kiste. Und Norbert Siedler holt den ersten Laufsieg für sich in der Porsche Carrera Cup Saison. Und Sascha Maaßen zeigt seinem Schützling den Daumen. Der wird alles gesehen haben, nur das nicht. Der wird im Auto sitzen und wird sagen, thank God it's Dienstschluss. Ich komme nach Hause. In der Summe aller Dinge war es ein guter Job. Er hat sich einmal ins Abseits treiben lassen. Aber ich glaube, das Positive überwiegt absolut. Absolut. Und auch das war ein sehr, sehr schönes Rennen. Alles fair abgelaufen. Das ist auch
immer für mich wichtig, dass hier keine unfairen Aktionen passieren. Ganz genau so ist es. Also, wir freuen uns darüber, arbeiten so ein bisschen in Sachen Statistik. Sie gestatten mir das einfach. Das ist im 2-4-6. Rennen des Jahres dann der 5. Laufsieger. Wir haben begonnen mit Rast. Wir haben mit Edwards einen Doppelsieger gehabt. Wir haben Team und Kevin Elstre. Und wir notieren jetzt Norbert Siedler mit seinem ersten Laufsieg in der laufenden Saison. Und lass mich mal gucken, wenn ich nicht völlig daneben liege und wenn ich nicht mit dem Klammerbeutel gepudert bin und bei der Statistik richtig aufgepasst habe, ist es der allererste Sieg überhaupt für ihn im Carrera Cup in Deutschland. Und wahrscheinlich sogar eine Führung in der Meisterschaft. Das könnte, Führungswechsel, sorry, von Rast auf Edwards. Die waren nur ganz knapp hintereinander. Das waren 3 Punkte. Also das ist eindeutig, ja. Der Engländer wird die Führung im Geschäft hier übernehmen. Kevin Elstre wird dichter ranrobben auch an die Führenden. Und Norbert Siedler wird sich ins Geschäft der Spitzengruppe mit einmengen. Der war ja erst ein bisschen weiter hinten. Also der wird auf jeden Fall da jetzt auch nach vorne kommen. Wir machen mal Chronistenpflicht, bevor es in Richtung Siegerehrung geht. Und sprechen mal über die ersten 10 mit Siedler, mit Edwards und Elstre. Die drei Herrschaften sehen wir gleich bei der Siegerehrung. Mit Rast 4, Klaus Bachler auf Rang 5, der Porsche-Bub mit Bombenjob. Niki Thiem, 6. Position, Amma Müller 7, Christensen, Frammenwiller und Lazar. Was passiert da jetzt gerade? Das kann nicht stimmen. Bachler steht nicht auf dem Podium. Ich verlasse mich auf das, was ich gesehen habe und weniger das, was Windows 95 gerade glaubt, gesehen zu haben. Es wird gleich wieder korrigiert werden, da bin ich überzeugt von. Also Klaus Bachler, der gehört auf jeden Fall eine ganze Ecke weiter nach hinten. Das wird jetzt gleich dann auch geschehen, kann Ihnen aber deshalb jetzt im Augenblick nicht das komplette Klassement vortragen. Ich hoffe, dass da nicht irgendwelche Strafen im Spiel sind, weil Edwards ist 30 Sekunden nach hinten gesetzt worden und Van Lagen auch. Also ich warte jetzt mal ab. Gestatten Sie mir einen gewissen Moment der Sprachlosigkeit, was für einen Streckensprecher eine relativ blöde Angelegenheit ist. Aber Sascha, hast du eine Idee? Na, also ich kann nur vorstellen, also ich habe keine Aktion gesehen im Rennverlauf, die unfair gewesen wäre von Sean Edwards. Das könnte mir allerhöchstens sein, dass der Start, den du am Anfang als einen schlechten Start hingestellt hast, dass das vielleicht ein Frühstart war. Also ich weiß es jetzt auch nicht. Wir bemühen uns gerade mal hier, die Infomonitore auf Vordermann zu bringen und damit mal reinzugucken. Auch René Rast fehlt. Ja, ja. Und pass mal auf, guck mal, alles was da ist. Sekunden. Stopp, lass es stehen bitte. So, lass es stehen. Sorry, das war jetzt nicht ganz so einfach. Uns werden gemeldet Drive-Thru-Penalties für die Startnummern 16, 5, 14, 91, 6 und 3. Und für die 3 und die 5 ersatzweise 30 Sekunden Strafzeit. Also, selbst auf die Gefahr hin, dass ich wegen erwiesener Blödheit aus dem Fahrerlager rausgeschmissen werde, ich kann Ihnen im Augenblick nicht sagen, warum das alles ist. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das auf dem Monitor steht. Ich kann Ihnen sagen, dass Siedler, das ist der Typ da, dieses Rennen gewonnen hat, dass Kevin Elstre auf Rang 2 notiert wird, dass Edwards weit hinten ist und dass Sascha Maaßen sich gerade ein Loch in den Bauch freut. Und zwar warum? Ja, der Klaus ist Dritter und das ist natürlich in seinem Heimrennen ist der absolute Hammer. Schönen Dank. Ein sehr geschätzter Kollege aus den Niederlanden, René de Boer, kam gerade rein und sagt, der hat das Ganze verfolgt auf den Monitoren dort hinten. Schnellste Sektorzeiten unter Gelb. Und die müssen offensichtlich gnadenlos durchgegriffen haben. Jetzt muss das nur irgendjemand auch dem Sean Edwards beibringen. Der steht nämlich unterm Podium. Weißt du auch warum? Die haben nämlich 3 Autos rausgeholt, die man liebend gerne bei der Siegerehrung sehen würde. Das sind aber dann 3 Autos mit den entsprechenden Akteuren, die offensichtlich gar nicht alle hingehören zum jetzigen Zeitpunkt. Und jetzt gibt es viel Diskussionen dort unten. Kostas Kotitsas, der Ingenieur von Jean Edwards, dann Jörg Michaelis, das ist einer aus der Edelholzetage von Tullimit Motorsport. Die diskutieren wild hin und her, was dort gewesen ist. Und das würde bedeuten, dass Kevin Elstre jetzt sogar die Führung in der Meisterschaft übernommen hätte, ganz knapp vor René Rast. Also, Sascha, jetzt zählen wir nochmal durch. Zählen die Häupter unserer Lieben und notieren, dass Siedler, Estre und Bachler zur Siegerehrung schreiten. Ich nehme an, der Bachler ist schon heimgefahren, weil er denkt, als 5-Platzierter, den haben die auch nicht rausgeholt. Das wird jetzt ein bisschen dauern mit der Siegerehrung, weil zu dem Zeitpunkt, als die Linie gekreuzt haben und die Streckenposten dorthin die Anweisung bekamen, hol mal die Autos raus, war man natürlich auf ganz andere Leute fixiert und nicht auf die. Ja. Also lieber Klaus Bachler, sofern du mich denn hörst, zur völligen Überraschung wirst du auf dem Podium landen und Laufschritt wäre angesagt, wenn du deinem Herrn und Meister zu Diensten sein willst, nämlich Sascha Maaßen. Wir würden dich gerne bei der Siegerehrung sehen. Ich gucke mal bei der B-Wertung vorbei.
Da könnt ihr auch die österreichische Flagge klar machen im Übrigen. Kollege Andreas Meyer, der Extremdachdecker aus Dölzach, schaukelt diese Nummer nach Hause, gefolgt von wem? Lass mich gucken. Bill Barazzetti, die Startnummer 33. Und Wolf Nathan, die Startnummer 6, ein Niederländer. Das sind die Herrschaften, die dann gleich anschließend zur zweiten Siegerehrung kommen würden. Und das ist dann die der B-Wertung. Übrigens, Clemens Schmid ist nicht mehr nach Hause gekommen. Ne? Ich sah ihn gerade draußen auf der Leitplanke sitzen. Ich nehme an, die Pferde haben den Dienst eingestellt. Ja, das war eigentlich zu erwarten. Ist da wahrscheinlich der Hoffnung erlegen, dass er es noch schafft. Aber zwei Runden hier auf dem Highspeed-Circuit, das schafft der Motor dann ohne Wasser nicht. Der sicherlich dann ein bisschen heiß geworden und dann ja, festgelaufen. Aber ein guter Gaul braucht Wasser. Ja, und die 450 Pferde hinten auch. Hätte er gewusst, dass natürlich jetzt drei Leute da vorne nachher noch nach hinten gesetzt werden, weil sie zu schnell waren, dann wäre er nämlich auf Platz 4 gewesen. Und damit wäre das eigentlich ein tolles Ergebnis gewesen. Ja. Im Übrigen warte ich, bis die Damen und Herren bei der Siegerehrung erscheinen. Mein Bauchgefühl, und ich habe davon relativ viel, sagt mir im Augenblick, dass das ein bisschen dauern wird, weil man sie irgendwo ausgraben muss. Die waren schon auf dem Weg in Richtung Fahrerlager, da bin ich überzeugt von. Siedler, Estron, Bachler würden wir erwarten. Team Ammermüller, Christensen, Frammenwiller, Laser, Matthias Gammauf, der unter die Top 10 fährt, und Thomas Piboda, die würden die Top 10 komplettieren. Jean Edwards wird von uns geführt auf 11. Die 44 Andreas Meyerl als der Sieger der B-Wertung auf 12. Van Laachen nur 13. Ich höre Wolfgang Lanz, seinen Teamchef, jetzt schon zu mir sprechen. Das ist ein Mensch, der eher, nennen wir es mal, in deutlicheren Argumenten argumentiert. Übrigens, da gibt es nochmal den Zweikampf zwischen Kollege Laser und Philipp Frammenwiller. Letzte Kurve nehme ich an. Mhm. Ja. Also der Herr Laser ist einer, der immer ganz kompromisslos mit dem Auto umgeht. Der ist immer näher zu 110% als zu 100. Du stehst oft, glaube ich, draußen an der Strecke und guckst dir das an. Ne? Ja, ja, das ist eigentlich immer das Beste, wie man eigentlich auch den Jungs helfen kann, weil man sieht da sehr, sehr viel. Man kann gut vergleichen. Und ja. Was war das denn? Das war die Aktion. Von deinem Schützling. Ja, ja, das war die Aktion, wo er vor Clemens Schmidt sich gerade noch retten konnte. Mhm. Sagen wir mal, das war wahrscheinlich der Moment, wo er die höchste Herzfrequenz hatte. Hecke auf, Hecke zu wäre das um Haaresbreite geworden über diese sogenannten Ludwig-Teller. Da hebelt das Auto schon einmal 20 Zentimeter aus. Und wie gesagt, sorry, dass das ein bisschen dauert. Ich kann nichts dran ändern. Man braucht die Akteure. Das hilft bei einer Siegerehrung doch sehr, wenn die Sieger auch da sind. Und da man die nicht rechtzeitig rausfischen konnte und diesen Zeitnahmemonitor eben extrem spät erst aktualisiert hat, wird das noch ein ganz kleines bisschen dauern. Wie weit sind wir denn? Einen Kameramann hätten wir da. Der Peter ist da. Notfalls ehren wir dich, wenn der Rest nicht kommt. Übrigens, Klaus Bachler, haben sie uns gerade zugeflüstert. Der hat ein Heimspiel hier in zweierlei Hinsicht. Der gehört hier sogar zum Club, ne? Ja. Oh, warte. Komm. Grüß auf Strom. Und was auch lustig ist, wenn ich auch draußen auf der Tribüne bin, habe ich festgestellt, es sind unheimlich viele Fans von Klaus Bachler da, weil sie alle immer auf ihn schauen und sie können alle sehr, sehr stolz sein auf den Bub. Der hat jetzt gerade erstmal einen riesen Job gemacht und wird jetzt mit dem Podium belohnt und mit einer Sektdusche. Ich glaube, da hat er selber nicht mit gerechnet. Wir haben ihm alle gesagt, Mitte der Saison, da wird es irgendwann einen Knall tun und ich glaube, den hat es gerade getan. Ich glaube, den Sektknocken braucht er gar nicht zu hören. Der Knall ist schon bei ihm irgendwo im Herzen aufgegangen. Interessant ist ja an dem Jungen, der ist ja sehr selbstkritisch. Also wenn ich das mal positiv formuliere. Ja? Bei dem sind Gläser, glaube ich, meist halb leer und nicht halb voll, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Bei dem muss das doch heute ein Feiertag sein. Und der kann doch jetzt nichts mehr zu nörgeln an sich selber finden, oder doch? Ich bin mir sicher, er findet noch was. Also das ist absolut und es ist auch immer noch was zu finden. Wenn man als Rennfahrer so früh zufrieden ist, dann ist es nicht ganz richtig. Aber sag mal so, die Etappe hat er auf jeden Fall erfolgreich absolviert, aber der Weg ist noch ein bisschen weiter und ich bin mir 100% sicher, dass er noch andere Ziele hat als nur Platz 3, wobei wir wirklich sehr, sehr zufrieden sind, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Ja. So, ach guck mal, da stehen ja Fahrer. Komm, lass uns mal durchzählen. Siedler ist da, Bachler ist da, Kevin Estre ist da. Ich mache einen Daumen hoch. Auf geht's, komm Freunde. Siegerehrung, erster Sieg Carrera Cup. Norbert Siedler, dazu Kevin Estre und der Bub mit Heimspiel, Klaus Bachler.
Die Hymne Österreichs für euch beide. Herzlichen Glückwunsch. Was für ein Tag. Ich glaube, das habe ich noch nie gehabt im Carrera Cup. Zweimal die Flagge Österreichs. Und für Konrad Motorsports gewinnt er. Komm, gebt ihm das, was ihm gebührt. Reicht ihm Gold- und Silberware oder was immer angeboten wird. Euer Rennsieger, Konrad Motorsport, Norbert Siedler. Kriegt er auch was? Norbert, hast du dich aufgegessen? Ah, okay. Jetzt gibt's eine Glasware. Jürgen Lenzeder ist dabei, der Marketingleiter von Porsche Austria. Das macht Sinn beim Carrera Cup. Euer Sieger, Norbert Siedler. Rang 2, da gibt's die Trophäe, ich glaube, aus charmanter Hand. Nee, doch nicht. Stand zwar hier, Manuel heißt es, Manuel Crispel, der Marketingleiter von Antenne Steiermark in Richtung Kevin Estre. Und für Rang 3 ist es noch einmal der Jürgen Lenzeder, der überreicht. Und das ist für mich und für uns alle ein Festtag vom ausrichtenden Club der Porsche Junior. Herzlichen Glückwunsch, Klaus Bachler, Rang 3. Und wehe, wenn du noch nörgelst, ich versohl dir einen Hosenboden. Das war eine grandiose Leistung, die er vollbracht hat. Meine Herren, Gruppenfoto, Champagner und habt einfach nur anschließend ganz, ganz viel Spaß und Freude. Das war die Siegerehrung der A-Wertung des Carrera Cups. Noch stehen sie ganz nett zusammen, aber gleich, lieber Udo, befürchte ich, wird es eng werden. Und zwar in Sachen Champagner. An Tagen wie diesem wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesem haben wir noch ewig Zeit. Wünsch ich mir Unendlichkeit. Ja. Ich glaube, das würde sich der ein oder andere jetzt wünschen. Ich wünsche mir Unendlichkeit. Gut, das Lied kommt aus der verbotenen Stadt, aber es passt einfach dazu, zu einem Rennen, das so voller Überraschungen war. Immer schön geschmeidig. Ne? Ja. Das Ding liegt neben Köln. Wir nehmen das normal als Parkplatz. Wir wischen einmal feucht durch und haben dann anschließend die Siegerehrung des Amateur-Championats. Und das war ja eigentlich ein bisschen überschaubarer, das ganze Thema. Und da wird noch einmal Weiß und Rot gleich hochgezogen werden. Da werden wir Österreich, Deutschland und die Niederlande am Flaggenmast begrüßen. Und wenn die Damen dann gewechselt haben, da brauchen wir jetzt einfach ein kleines bisschen. Es tut mir unheimlich leid für die Formel-3-Buben. Ich glaube, Olli Sittler steht auch schon parat, der gleich kommentieren wird. Aber das hatte natürlich so niemand auf dem Schirm, dass eben wirklich die drei Erstplatzierten da auf die Schnelle nochmal eingefangen werden mussten, um für die Siegerung überhaupt gewappnet zu sein. Da sind sie doch. Andreas Meyerl, Gaststarts, die lohnen sich. Dazu Bill Barazzetti bei der Siegerehrung. Und aus den Niederlanden, Wolf Nathan. Euer Applaus, euer Publikum und eure Hymne. Wir werden euch alles noch nachreichen, aber wir haben jetzt so viel Gas gegeben hier, dass die Damen mit den Flaggentüchern einfach nicht mehr nachkommen können dahinter. Aber was soll's, genießt einfach diesen Augenblick, dort oben auf dem Podium zu stehen, unsere Amateure, die einen sehr guten, einen sehr, sehr anständigen Job gemacht haben. Und jetzt werden auch auf die Schnelle die Tücher gewechselt. Das ging halt nicht schneller. Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal gut und ordentlich. Andreas Meyerl, Bill Barazzetti und Wolf Nathan, Flagge hoch, Hymne raus. Musik.
Andreas, ganz recht herzlichen Glückwunsch. Da kommt der Kerl einmal zu einem Gaststand in der deutschen Meisterschaft und er holt für die Lechner-Truppe, für Walter Lechner, den Senior, für den Junior und für alle anderen den Erfolg. Und es gibt die Trophäe. Jürgen Lenzeter ist wieder gefragt von Porsche Austria. Sie überreichen bitte. Lechner Racing, Andreas Meyerl ist Ihr Sieger. Glückwunsch, Andi. Zeig's her. Und links daneben steht jemand, der unter Pseudonym unterwegs ist, der für MRS GT Racing fährt, der am Anfang des Jahres die Trophäe von Walter Röhrl bekam und der die nächste mitnimmt. Bill Barazzetti als Zweiter in der Amateurwertung. Und Rang 3, den habe ich, glaube ich, zum allerersten Mal in diesem Jahr auf dem Podium, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, von Landmotorsport, aber er ist in den Niederlanden zu Hause. Herzlichen Glückwunsch an ihn, an Wolf Nathan. Genau, er hat es heute richten müssen. Das ist die Spaßtruppe der Meisterschaft. Zusammenstellen, Bildchen machen, ordentlich die Hände schütteln. Noch gilt Freundschaft. Anschließend werden wir uns dann auch wieder mit dem edlen Getränk befassen. Ich klinke mich jetzt schon mal aus, weil ich glaube, der Olli Sittler will gleich ganz, ganz schnell rein. In Sachen Formel-3-Rennsport, Champagner, tschüss, macht's gut, bis morgen früh. An Tagen wie diesem wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesem haben wir noch ewig Zeit. Wünsch ich mir Unendlichkeit. An Tagen wie diesem wünscht man sich Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal.